MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Willkommen zurück zu Part Nummer 5 mittlerweile, Tomb Raider. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und da machen wir jetzt weiter. Lara ist im kalten Wasser. Und was wird uns vorne erwarten? Ich hoffe, nichts so Schlimmes. Ich tue mir noch ein bisschen schwer mit dem Schleichen, weil ich die Gegner so schwer erkenne hier. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich blind oder so. Was geht hier ab? Gas? Ja, Gas, definitiv. Schnell weg hier. Aber das können wir auch ausmachen. So, und jetzt lass mal rein hier. Wo sind denn die? Echt? Wofür brauchen Sie das? Generator vermutlich. Für den Turm. Wie zum Teufel kriegen wir es die Treppe rauf? Gute Frage. Wir lassen es erstmal stehen. Ich schieße auf die Tonne. Bumm. Jawohl. Kommt nur her. Die Musik ist ausgegangen. Das heißt wohl, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Ich schaue mich erst noch ein bisschen um hier. Fackel brauche ich glaube ich jetzt nicht. Aber das war halt schon mal sehr gut gemacht. Erstmal auf die Tonne geballert. Dann sind gleich zwei zerfetzt worden. Und den einen einzigen Typen da, den haben wir locker platt gemacht. Ne, ich gehe jetzt noch nicht hoch. Ich gehe erstmal mal da rein hier. Was ist das? Ah, dann brauchen wir doch Feuer. Irgendwas Geheimnisvolles hängt da an der Wand. Was wir abfackeln müssen. Dann gib mal Feuer. Achso. Was ist denn das für ein Teil? Neue Herausforderung. Ungläubige. Transparent zerstört. Ja, okay. Gut. Mach das Feuer wieder aus. Dann geht's weiter in die Höhle des Löwen. Okay. Easy. Hä? Ach so, zum Schmeißen ist es. Na dann schmeiß mal. Aber jetzt brauchen wir wieder Feuer für das Transparent hier. No one leaves. Niemand geht. Niemand geht. Doch, doch. Hier gibt's kein Feuer. Oder kann ich mit dem Teil draufschmeißen? Ja. Was? Super. Niemand geht. Ja, da bin ich gespannt, ob das stimmt. Ich werde vielleicht doch gehen. No escape. Kein Entkommen. Vor was? Vor Zombies oder was? Es gibt keinen Ausweg, Outsider! Ja, und jetzt?
Ach scheiße, da ist Gas. Ich verschwinde hier. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Welches Glas? Welches Glas sieht zerbrechlich aus, Lara? Ich sehe hier kein Glas, außer das vor uns da. Welches Glas? Ich glaube, ich muss da wirklich rein in diese Hütte da. Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich verschwinde hier wieder. Ich werde hier wahrscheinlich komplett ohne Munition rausgehen. Also stimmt's vielleicht doch. Welches denn? Das vor uns oder was? Das funktioniert nicht. Ich brauche was Stärkeres, um durchzubrechen. Aha. Dann gib mir vielleicht das mal her. Das ist auch nicht. Ja gut, das dürfte eigentlich nicht stärker sein als eine Waffe. Nee, das bringt nichts. Was ist hier? Nix. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo was. Ah, da kommt man nicht mehr hoch, okay. Hier gibt's gar nichts mehr. Das Glas sieht zerbrechlich aus. Ja, dann mach doch mal kaputt. Ich brauche was Stärkeres, um durchzubrechen. Sie schaut dahin. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht kommt man da ja doch wieder hoch. Nee. Also muss entweder hier im Raum was sein oder im Gasraum da. Wenn ich das mal da reinschmeiß, bringt wahrscheinlich auch nichts, oder? Boah! Okay. Sauber. Wo bist du? Fahr zur Hölle. Aber echt. Jawohl. Jetzt haben wir langsam die starken Geschütze. Ich gucke mich aber hier noch um. Das habe ich noch nicht gemacht. Was gibt's hier? Okay, weil ich habe schon wieder gesehen, da gibt's was zum Abbrennen. Brauchen wir wieder Feuer. Und das gibt's hier hinten, das holen wir uns noch schnell. So ein Transparent ist das. Das war hier irgendwo an der Wand. Ja, hier hinten war es, genau.
Okay. Dann können wir weitergehen. Munition. Dokument. So, weiter geht's. Ah. Ja, und jetzt? Was wollt ihr jetzt? Was wollt ihr denn von mir? Ihr habt doch eh keine Chance. Jawohl. So schaut's aus. Munition ohne Ende jetzt. Ah, doch nicht. Schade, schade. Viel besser ohne dieses Licht. Geocache. Embrace the flames, okay. Vater Matthias wird uns befreien. Wovon? Dieser Insel? Ja, das frage ich mich auch gerade. Oh, wieder was zum Abfackeln. Gibt's hier Feuer? Ja, da hinten. Easy. Wird das Teil da noch abgefackelt? Hier? Und jetzt kann's weitergehen. Was verbirgt sich hinter dieser Tür jetzt? Wieder was zum Abfackeln. Alex, bist du da? Ja. Die Konsole ist Schrott. Verdammt. Gut. Wenn hier kein Elektromarkt ist, dann musst du es manuell über die Wartungskonsole erledigen. Okay. Das klingt doch ganz einfach. Ja, dann, du musst sie erstmal finden. An diesen alten Türmen werden sie meistens oben angebracht. Ich meine, ganz oben. Schon wieder klettern. Großartig. Es ist immer so heftig geil, wie sie immer stöhnt. So, wie kriegen wir jetzt Feuer, um das Teil da, also um das Teil da abzufackeln? Hier möchte ich noch nicht durch, weil nicht, dass man dann nicht wieder zurückkommt. Ach, hier ist ja Feuer, okay. Also, es gibt wieder eine schöne Kletterpartie jetzt da draußen. Für uns schön, für sie
denke ich mal, wäre es ziemlich scheiße. Oder ist es ziemlich scheiße. Sauber, 5 von 5 von diesen Dingern abgefackelt. Und ein Erfolg, unerledigte Geschäfte. Was haben wir denn da? Eine Herausforderung gemeistert, jawohl. Immer schön auf den Arsch gucken. Das mit dem Turm muss jetzt aber klappen. Jawohl. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Erst regnet es wie in Strömen und jetzt schneit. Wow. Hammergeil. So. Dann stürzen wir uns ins Abenteuer jetzt. Komm. Brückenausblick. Neues Lager entdeckt. Und wir müssen da ganz hinter zu dem Turm. Was sagt denn unser Lager? Jawohl, wir haben wieder neue Fähigkeitspunkte. Was gibt's denn hier eigentlich? Sie sind konzentriert. Ach, sind Sie konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um mit Ihrem Bogen zu zielen. Setzen Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Ihre erhöhte Stärke, also das können wir eh noch nicht machen. Aber das hier mache ich mal. Sind Sie konzentriert? Haben Sie mehr Zeit? Nee. Nee. So Konzentrationssequenzen gab es noch nicht so oft. Achso, das haben wir schon, oder? Nee. Sammeln Sie zusätzliche Belohnungen beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Plündern Sie Tierkadaver sorgfältig, erhalten Sie zusätzliches Bergungsgut. Ach, weißt was? Ich mache trotzdem mal hier irgendwas. Die kann ich ja alle noch nicht machen. Also muss ich eins von den beiden hier vorne nehmen. Halten Sie aufgeladene Bogen... Aha, okay. Okay, hau rein. Und wir haben noch eins. Munitionskapazität. Ja, das ist, glaube ich, wichtig. Komm. Ja, wieder mal schön der Arsch zu sehen. Okay. Können wir die eine Ausrüstung upgraden? Verstärkte Wurfarme können wir machen, glaube ich. Jawohl. Sonst noch was? Handfeuerwaffen-Upgrade. Ja, ich glaube, mit der Handfeuerwaffe und mit dem Bogen habe ich bis jetzt am meisten gemacht. Gewährt einen Feuermodus mit 3 Schusssalven. Halten Sie RB gedrückt, um den Modus zu aktivieren. Erweitertes Magazin. Belüfteter Schlitten. Eine Rückstoßkompensierung, die Präzision um den Schaden und den Schaden erhöht. Ja, das machen wir mal. Okay, dann reicht es auch erstmal wieder. So. Und wie wir da hochkommen, auf diese große Spitze, auf diesen spitzen Turm, sehen wir in der nächsten Folge, Leute. Ja, danke wie immer fürs Zusehen. Macht unglaublich Spaß, dieses Spiel. Wahnsinn. Auch die Grafik und alles. Hammergeil. Danke fürs Zusehen. Ich sag ciao, bis zum nächsten Part. Euer Haxenbayer. Ciao.